Ich würde dann einfach mal anfangen. Erstmal willkommen zu meinem Vortrag Logmanagement, ein Erfahrungsbericht. Vielleicht kurz vorher was zu meiner Person. Ich bin Jonas Henke. Ich war von 2013 bis 2015 Juni Auszubildender bei der Gonikus. Ich habe den Fachinformatiker für Systemintegration gemacht. Und ab Juni 2015 bin ich jetzt Technical Consultant bei der Gonikus. Die Gonikus GmbH ist ein IT-Dienstleister mit dem Fokus auf Open-Source-Software. Wir verstehen uns als unabhängigen Dienstleister und haben so im Moment ca. 30 Mitarbeiter. Das Unternehmen wurde im Jahr 2001 gegründet und hat seine Standorte in Arnsberg und in München. Okay. Ja, einmal kurz zum Inhalt meiner Präsentation. Ich wollte am Anfang einmal kurz eingehen, was Logs für den typischen Systemadministrator überhaupt sind, welche Nutzung wir bis jetzt üblicherweise, wie wir damit umgegangen sind, was neue Ansätze aus der Open-Source-Community sind. Und dann möchte ich auch in dem Zuge einmal den Elk-Stack vorstellen. Das ist das Elasticsearch, Logstash und Kibana. Dann möchte ich den Fokus darauf legen, welche Erfahrungen ich mit diesem zentralen Log-Management gemacht habe und vielleicht am Ende nochmal so einen kleinen Best Practice mitgeben, wie ich das in meinen Augen sehe, wie man das am besten realisiert. Gut, und zum Schluss haben wir dann noch Zeit für Fragen und weiteres. Okay, fangen wir mit den Logs an. Warum und wozu brauchen wir Logs überhaupt? Allgemein, Logs sind definiert als Aufzeichnungen und in der IT sind das Aufzeichnungen von dem System an sich und den Diensten, die auf diesem System laufen. Das war einer zu viel. Sie beinhalten Fehler, Warnungen, Informationen über bestimmte Dienste und sollen für den Systemadministrator eine Informationsquelle darstellen. Logs werden meistens benutzt, nachdem etwas geschehen ist, nachdem irgendein Dienst aufgehört hat zu arbeiten, guckt der Administrator danach in die Logs hinein und versucht nachzuvollziehen, was da wirklich geschehen ist. Und Monitoring-Tools wie Singa und so weiter und so fort, die nutzen halt diese Logs auch, um ihre Alarme zu generieren. Und für uns Admins ist das natürlich der erste Anlaufpunkt in einem Fehlerfall. Gut, der klassische Lebenszyklus eines Logs ist, dass der Log-Eintrag generiert wird, aufgezeichnet wird, transportiert wird, dementsprechend auf der Festplatte gespeichert wird. Der Administrator sucht dann in diesen Logs, analysiert diese. Wenn irgendwo ein Fehler auftaucht, im Idealfall werden sie archiviert, ohne dass sie halt angeschaut werden und dann dementsprechend durch Log-Rotate oder ähnliche Tools gelöscht. Genau, bei dieser klassischen Variante tauchen unterschiedlich viele Probleme auf. Einmal haben wir sehr viele Einträge, die auf einem Host generiert werden. Dann haben wir natürlich die unterschiedlichsten Formate, sei es von unterschiedlichen Diensten oder von unterschiedlichen Systemen, die auftreten. Wir haben eine verteilte Speicherung, also keine zentrale Anlaufstelle, wo wir im ersten Moment hingehen können und uns sagen können, hier sind meine Logs, da kann ich Fehler finden an zentraler Stelle, da kann ich beobachten, was genau passiert. Und in diesem Zuge fehlt natürlich dann auch die Gesamtansicht über die IT-Infrastruktur, die man in seinem Unternehmen hat oder in dem Unternehmen, das man betreut. Da stellen sich dann auch noch zusätzlich die Fragen, wie speichert man diese Logs, sichert man sie, archiviert man sie, wertet man sie aus, wie geschieht das alles? Das sind alles so Probleme, die im klassischen Umgang mit Logs auftreten können. Genau, ein Aspekt, den man da machen könnte, ist, die ganzen Logs zentral an einen Server zu senden. Das heißt, wir versuchen, die ganzen Logs zentral an einer Stelle abzulegen, haben dann da unseren Überblick drauf, und können dann da dementsprechend in die Logs reinschauen. Genau. Problem dabei ist, wir haben noch mehr Daten an einer Stelle auf einem zentralen Host. Wie bewahrt man da die Übersicht?
Und in diesem Zuge ergeben sich die Fragen, wie lange werden die Logs aufbewahrt? Das sind auch unter anderem rechtliche Aspekte, die man in größeren Unternehmen beachten muss. Wer kann und wer darf auf diese Logs zugreifen? Es darf ja jetzt nicht jeder Mitarbeiter in meinem Unternehmen sehen, der hat eine E-Mail an den und den verschickt oder da ist irgendwas passiert. Das sollte man schon immer im Auge behalten. Und ganz wichtig ist, man muss diese Logs natürlich auch irgendwann auswerten, um daraus auch in Zukunft aus den Fehlern zu lernen, die dann irgendwann in der IT-Systeminfrastruktur aufgetreten sind. Genau. Und ganz wichtig ist, wir haben ja die unterschiedlichen Log-Formate von unterschiedlichen Diensten, unterschiedlichen Systemen. Wenn wir die an einer zentralen Stelle sammeln wollen, dann muss man dazu natürlich zusehen, dass man diese Logs in einem einheitlichen System irgendwie unterbringt und auch einheitliche Informationen da drin vorfindet und nicht alles gestreut irgendwie vorliegen hat. Kurz möchte ich auf die Gesetzgebung eingehen. Da kann ich leider nicht so viel zu sagen. Ich bin eher der Techniker. Aber es kann vorkommen, dass man diese Logs halt speichern muss, da man die irgendwann bei einem Audit oder sei es auch irgendwas anderes als Beweismittel vorbringen muss. Man muss sich vor Informationsverlust absichern, wenn man Logs betrachtet. Und ganz wichtig ist natürlich auch der Informationsschutz, dass nicht irgendwer auf diese Logs zugreifen darf, der da keine Berechtigung für hat. Die neuen Ansätze aus der Open-Source-Community kommen daher, dass Log-Management ein Basisthema im Umfeld des Event-Management ist. Das heißt, wir haben irgendwo ein Monitoring zum Beispiel, kriegen da Alarme generiert und möchten dann natürlich an zentraler Stelle irgendwo die Ursache für dieses Problem finden. Genau, die Log-Analyse ist da der spezielle Schwerpunkt. Okay, und dann hat sich die Open-Source-Community im Jahr 2009 gedacht. Das waren zwei Projekte, einmal Greylock und einmal Logstash. Ich werde ein bisschen mehr auf Logstash eingehen. Da müssen wir was ändern. Wir müssen diese Sachen zentral ablegen und auch irgendwie für den Systemadministrator leicht zugänglich machen und das Ganze ein bisschen aufschütten. Die Basis für solche Sachen sind dann hochperformante, skalierbare Datenbanken. Wenn man eine große Anzahl an Logs irgendwie auf einem zentralen Server entgegennimmt, muss natürlich auch irgendwie gewährleistet werden, dass man da dann auch dementsprechend schnell drin suchen kann und da nicht irgendwie noch unnötig Zeit verliert. Genau, die zentrale Sammlung und Verwaltung als Grundlage für dieses Logstash-Projekt ist natürlich der Kern. Und wirklich nutzbar wird das dann im Endeffekt erst für den Administrator, weil er wirklich ein hochflexibles Frontend hat. Grafisches Frontend hat, was einem die Logs dann eventuell schön darstellt, dass man Fehler im Vorfeld auch schon erkennt und nicht erst sich auf das Monitoring verlassen muss und auch aus den Logmeldungen vielleicht lernt. Mal versucht, das Ganze grafisch irgendwie zusammenzufassen. Die Definition von Log-Management für mich persönlich ist, dass es einen zentralen Log-Host gibt, der empfängt diese Daten, der wertet diese Daten aus. Das könnte unter anderem auch das Hinzufügen von zusätzlichen Daten sein, die man eventuell noch benötigt, wenn man auf irgendwelche speziellen Log-Meldungen trifft. Das Log-Management speichert diese Daten dann zentral an einer Stelle und analysiert die dann im Optimalfall auch, dass man dann im Vorfeld da auch schon Ergebnisse zu Gesicht bekommt. Genau, und am Ende so eines Zyklus soll natürlich auch die Logmeldung irgendwann mal gelöscht werden, wenn man sie nicht mehr benötigt. Okay. Ja, als ersten Kontakt habe ich mit dem Elk-Stack, Elasticsearch, Logstash und Kibana in einer IT-Zeitung gemacht. Da habe ich einfach gesehen, wir können einen zentralen Log-Host anlegen, das habe ich ausprobiert, war auch ganz gut. Die grundlegende Installation war recht einfach, die Server konnten angebunden werden, doch leider wurde es noch nicht so ausgiebig benutzt, wie man sich das vorgestellt hatte. Da
die Erfahrung für die Implementation doch irgendwie gefehlt hatte. Als nächstes bin ich dann vor anderthalb Jahren auf der FOSDEM gewesen in Brüssel. Und da war ich ziemlich schnell unterwegs, musste irgendwie noch zum Vortrag hin und habe dann den Stand von diesem Elk-Stack gesehen. Und seitdem habe ich halt immer diesen Elk vor Augen, weil die Frau, die mir den Elk-Stack dann erklärt hatte und gezeigt hatte, was alles damit möglich war, hat immer das Wort Elk als Namen für diesen Stack benutzt. Und das ist dann bei mir hängen geblieben und damit wollte ich mich dann noch ein bisschen weiter beschäftigen. Genau, dieser Stack besteht aus drei Diensten. Das ist einmal Elasticsearch, das ist die Search and Analytics Engine, die so offiziell bezeichnet wird. Das ist quasi die Datenbank, in der dann hinterher die Logs abgelegt werden und auch schnell durchsucht werden können. Genau, dann haben wir noch Logstash als Data Collection, Enrichment and Transportation Pipeline. Das bedeutet einfach quasi, dass Logstash die Logmeldungen entgegennimmt, aufbereitet, aufwertet, vielleicht auch direkt droppt, wenn diese Meldungen nicht von Relevanz sind und dann auch dementsprechend irgendwohin ablegt, in diesem Fall in die Elasticsearch-Datenbank. Ich habe eben noch von einem hochflexiblen Frontend Kibana gesprochen. Das ist die Visualisierungsplattform in dieser Umgebung. Damit kann man sich dann dementsprechend das Ganze grafisch hübsch aufwerten lassen und auch schnell suchen, nach verschiedenen Parametern sortieren und so weiter und so fort. Jeder kann sich da so seine persönliche Oberfläche dann quasi zusammenstellen, in die er dann im täglichen Alltag drauf zugreifen kann. Genau. Ich habe einen kurzen Screenshot von der grafischen Oberfläche gezeigt. Das ist jetzt Kibana in der Version 4. Die ist, glaube ich, Anfang dieses Jahres ungefähr rausgekommen. Und da sieht man einfach mal ganz schön, wie Kibana diese Daten halt grafisch auswertet. Ja, jetzt kann man das leider nicht ganz so toll lesen, aber hier hat man halt dann die Möglichkeiten, seine speziellen Bereiche sich rauszusuchen. Zum Beispiel wurde mit der 107 da unten, sollte verdeutlicht werden, wie viele erfolgreiche Logins im Unternehmen stattgefunden haben. Einfach nur mal so als Beispiel, um zu sehen, wofür man diese Plattform auch benutzen kann. Gut. Die Erfahrungen, die ich mit dem Log-Management-Tool gemacht habe, sind äußerst positiv. Und zwar führt das daher, dass natürlich die Konfiguration und Anbindung an die IT-Landschaft sehr einfach ist. Also für diesen Elk-Stack gibt es in den Debian- und Red Hat-basierten Repositories Pakete, die können einfach installiert werden. Dann muss man sich die Sachen dementsprechend noch an seiner IT-Infrastruktur anpassen. Genau. Das einmal zu zeigen. Habe ich hier mal ein paar Formate aufgezählt, die dieser Elk-Stack oder Logstash in diesem Fall mehr unterstützt. Das wären zum Beispiel der Windows Event Log, der Syslog oder einfach nur ein Netzwerkstream per TCP, der da entgegengenommen werden kann. Das heißt, man kann quasi seine komplette IT-Landschaft irgendwie dazu bringen, an diese zentrale Stelle zu loggen. Die Filter sind dafür da, um diese ganzen Sachen dann dementsprechend aufzubereiten. Ich bin ein großer Fan von Grog geworden. Das ist ein ziemlich mächtiges Tool, um halt Texte auseinanderzunehmen und aufzubereiten. Sollte man sich auf jeden Fall mal angucken, wenn man irgendwie mit Logstash arbeitet. Der Output ist standardmäßig in dem Elk-Stack die Elasticsearch-Datenbank. Es gibt aber auch Möglichkeiten, sich die Sachen als E-Mail auszugeben, schöne grafische Darstellungen damit zu machen, Orte anzuzeigen, wo zum Beispiel der Zugriff auf den eigenen Webserver war, von wo auf der Welt die kommen. Ist natürlich möglich, auch direkt nach Nagios Sachen zu exportieren per HTTP. Also die unterstützen da, glaube ich, jeweils so 60 Formate. Und damit wird eigentlich alles hauptsächlich abgedeckt. Genau, die Filter hatte ich ja gerade schon erwähnt.
Damit kann man echt tolle Sachen machen, die Logs auseinandernehmen, vereinheitlichen. Wir haben eine ziemlich performante Suche, was natürlich auch auf die Elasticsearch-Datenbank zurückzuführen ist. Ich weiß nicht, bei einem Kunden, wo dieser Elk-Stack realisiert wurde, da haben ungefähr 60 Server hingeloggt und die Suche war kein Problem in den letzten, wenn man das so auf Wochen sieht. Wir hatten, glaube ich, in 15 Minuten um die 8.000 bis 10.000 Log-Einträge in 15 Minuten. Ja, klar, für ein Single-Node-Cluster, ja? Okay, was ist das für ein Server, wenn ich fragen darf? Es ist sogar tatsächlich nur Feuer. Ah, okay. Okay, dann decken sich meine Erfahrungen mit dem nicht so. Würde ich gleich. Kein Problem. Nee, würde ich gleich drauf zurückkommen, wenn das in Ordnung ist. Alles klar. Natürlich haben wir auch die Sicherheit beim Übertragen von Logs, was bei dem klassischen Syslog, bei der klassischen Syslog-Anwendung nicht unbedingt der Fall ist. Das heißt, wir können das Ganze über Zertifikate absichern, was man vielleicht im Unternehmen doch ganz gerne tun möchte. Und natürlich haben wir mit der Elasticsearch GmbH ein ziemlich starkes Unternehmen, was hinter diesem Produkt steht und ich glaube seit 2012 sehr stark an der Entwicklung. Die werden verschlüsselt an den, also an den zentralen Loghost übertragen. Genau, dafür gibt es ja unterschiedliche Protokolle dementsprechend. Es werden ja mehrere unterstützt. Okay. Können Sie die Frage nochmal kurz wiederholen, bitte? Die Diskussion ist jetzt gerade, glaube ich, hier überall, auch bei den Syslog eigentlich die Log-Einträge kriegen kann. Ich habe jetzt nur ein bisschen Erfahrung mit Syslog. Manchmal kannst du Modifiz, und die haben auch noch ein eigenes Format, mit dem die überhaupt nicht dabei. Okay. Aber ich glaube, das ist nicht das Thema des Okay, es ging halt um die Sicherheit von Syslog und R-Syslog, die an einen zentralen Host übertragen sollen, die Logs an einen zentralen Host übertragen sollen. Okay. Ja, so lange ist es auch nicht mehr. Gut, und welche Erfahrung ich gemacht habe, ist, dass man durch dieses Tool wirklich Fehler provisorisch gut vermeiden kann. Das heißt, man sieht im Vorfeld schon kann einem erleichtern, Fehler erkennen, bevor sie überhaupt passieren. Und ganz wichtig ist, dass man auch Zusammenhänge zwischen Fehlern erkennt und daraus auch dann Ergebnisse schließt. Genau, dann zu dem Thema Security an Moment bitte. Genau, ich hatte eben die Performance angesprochen, dass die in meinen Erfahrungen bei einem Single Node nicht besonders hoch sind. Ich weiß nicht, inwiefern man da wirklich noch so stark optimieren kann, aber ich glaube, das ist dann eher eine schlechte Erfahrung, die ich da irgendwie gemacht habe auf dem Single Node. Aber na gut, klar. Großer Vorteil dieser Log-Management-Lösung ist natürlich die Skalierbarkeit. Wir können online die entsprechenden Komponenten vergrößern, erweitern. Sobald dann halt die IT-Infrastruktur wächst, haben wir dann halt die Möglichkeit, noch zusätzliche Komponenten dann quasi hinzuzufügen.
Erfahrungen, die ich gemacht habe, die vielleicht nicht optimal sind. Ich habe halt mit Kibana 3 angefangen und der Umstieg dann auf Kibana 4 hat mich dann irgendwie ein bisschen überrascht, muss ich zugeben. Denn es hat sich doch einiges getan. Aber gut, das kann man, denke ich, verkraften und ist nicht ganz so verkehrt. Wie eben schon angesprochen, die Performance hat bei uns anscheinend nicht so geklappt, wie ursprünglich angestrebt war. Aber ich lasse mich da auch, denke ich, gerne eines Besseren belehren dann später. Was mir noch aufgefallen ist, man hat bis jetzt keine Möglichkeiten für einzelne User, einzelne Hosts direkt zu definieren. Da bin ich jetzt neulich auf das Plugin von Elasticsearch gestoßen, das nennt sich Shield. Damit soll diese Möglichkeit wohl dann gegeben werden. Könnte unter anderem sein, dass das Enterprise-Software ist, deswegen fällt das vielleicht dann nicht ganz in den Open-Source-Bereich. Genau, ich fand die Dokumentation ein bisschen gestreut, man musste sich ein bisschen viel zusammensuchen und mir fehlten so ein bisschen die Anweisungen zum Best Practice, weil die Erfahrung mit dem Single Node, die wir gemacht haben, dass da dementsprechend die Suche träger wurde, langsamer wurde, hat mich dann doch ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ich habe dann mal versucht, so die Fehler, die ich gemacht habe, da ein bisschen rauszulernen, dass wir vor diesem Logstash noch einen Redis Broker hinstellen, der die Daten entgegennimmt und dann nach und nach an den Logstash Node weiterleitet. Genau. Ich muss am Ende für mich sagen, dass Logstash durchaus eine super Software ist, die sehr gut zu bedienen ist, einfach zu konfigurieren ist, performant ist und ich durchaus als Alternative zu kommerziellen Lösungen, so wie Splunk, ansehe. Software war einfach zu integrieren, einfach aufzusetzen, bietet viele Möglichkeiten, Sachen zu übertragen, Logs zu übertragen. Und ist auch definitiv für große Umgebungen durch die Skalierbarkeit geeignet. Die Auswertungsmöglichkeiten in dem Kibana-Interface waren für mich auch sehr hilfreich meistens, wenn ich das Produkt im Einsatz hatte. Deswegen bin ich doch zu einem recht positiven Fazit gekommen. Das Einzige, was mich wirklich noch ein bisschen gestört hat, ist diese Benutzerbeschränkung, die in dem Kibana nicht wirklich möglich ist. Das ist so ein Kritikpunkt, der hoffentlich bald dann irgendwann auch aufgehoben wird. Okay. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt bin ich gerne bereit für Fragen. Ja. Ich habe meine Frage ist über deine Erfahrung mit Kibana. Hast du deine Fragen auch zurückgeschickt in das Projekt? Oder wartest du jetzt, bis irgendwie die Benutzer-Support besser wird? Hast du dich deine eigenen Fragen, deine Erfahrungen zurückgeschickt und Kibana? Die Frage war, ob ich meine eigenen Erfahrungen an Kibana zurückgeschickt habe. Das habe ich bis jetzt leider noch nicht getan. Ist aber durchaus eine sinnvolle Sache, die ich, denke ich, auch machen werde. Und ja, ich denke aber, dass das Elasticsearch-Unternehmen da auf einem sehr guten Weg ist. Ich hoffe, dass man dann dementsprechend auch bald die Benutzer dann hinzufügt. Okay. Ja, bitte. Hast du zu Elasticsearch ein bisschen die Nachrichten, was die abmachen? Die... Ja, ich benutze dafür gerne. Achso, Entschuldigung. Frage war, ob es bei Kibana gute Möglichkeiten gibt, die Filter zu
schreiben, dass die Logs halt auch dementsprechend aufgeschlüsselt werden. Genau, ich habe für diesen Zug habe ich immer den die Seite Grog Debugger benutzt, um mit Grog die Logmeldungen aufzuschlüsseln. Da kann man dann so Beispiel-Logmeldungen eintragen und der schlägt einem dann die dementsprechenden Filter vor und dann muss man natürlich am Ende hin noch selber ein bisschen rumexperimentieren, wie die ganzen Filter dann angewandt werden. Okay. Achso, okay. Okay, die Frage war wie man Queries in diesem Kibana baut, damit man sich zum Beispiel die Successful Logins anzeigen lassen kann, wo es da eine gute Dokumentation für gibt. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe dazu nicht wirklich was gefunden. Das ist bei mir durch Ausprobieren gekommen. Und da bin ich noch nicht wirklich fündig geworden. Deswegen auch der kleine Kritikpunkt gestreute Dokumentation in dem Fall. Ja, bitte. Die Query-Transaction Kibana, das ist nur ein 10. Das ist nichts anderes. Das ist eigentlich vergleichbar mit dem Implementier. L-U-C-E-N-E. Ja, die Query-Syntax für Kibana ist Lucene und das wäre ziemlich gut dokumentiert für allgemeine Informationen. Ja, bitte. Die große Gefahr, wenn ich auch so eine User-Anwendung empfehle, die große Gefahr dabei ist auch, jeder, der so Kibana hat, was ja JavaScript ist, hat indirekt Zugriff auf die Messungsverschlüsselung dran. Und kann theoretisch Daten löschen. Genau. Deswegen ist dieses Shield-Plugin für Elasticsearch wahnsinnig wichtig. Genau. Die Anmerkung war, dass jeder, der Zugriff auf Kibana hat, hat dementsprechend dann auch Zugriff auf die Elasticsearch-Datenbank dahinter. Und dafür wäre dann Shield auf jeden Fall ein Muss, wenn das dann im Unternehmen eingesetzt wird. Okay. Sonst noch Fragen, Anmerkungen? Ja, bitte. Ja, auf keinen Fall. Es steht alles auch als Warnung auf der Homepage, aber das sollte man doch sehr ernst nehmen. Okay. Hat das jeder verstanden oder soll ich es nochmal? Ach so, okay. Ich zitiere, das Zeug auf jeden Fall nicht ins Internet stellen, steht auch so auf der Webseite und sollte man auf keinen Fall tun. Ja? Genau, wir haben irgendwo mal ein Skript gebaut, was die nach so und so vielen Tagen löschen wird. So, um auf die Frage zurückzukommen, wann die Indexe gelöscht werden. Und dafür haben wir uns dann dementsprechend ein Skript gebaut. Ich weiß nicht, ob es da mittlerweile neue Möglichkeiten für gibt, aber dieses Skript löscht die Logs dann nach so und so vielen Tagen. Ja? Wenn dann halt wieder zum Python-Skript, das im Kurator heißt, dass das sowohl über Peer installiert werden kann, teilweise auch in den Stories, was im Endeffekt anders macht, als die NS-API anzusprechen. Dafür muss man nicht irgendwie was selbst schreiben. Okay, es gibt ein Python-Skript, Curator, das die REST-API von Elasticsearch dann direkt auch anspricht. Okay, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Jo. Ja, danke.